die Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, das Amtsgeheimnis vorsätzlich bzw. eventuell vorsätzlich verletzt. Dass das Telefon grosse Bedeutung hat und nicht einfach nur ein Privattelefon. Das Volk war heute wahnsinnig enttäuscht, weil es die Musterfrau war. Die Frauen der Schweiz werden diesen Rücktritt sicher als Schlag, als Rückschlag empfinden und erleben. Sehr geehrte Frau Kopp, erlauben Sie mir diesen Brief. Sie kennen mich nicht und ich kenne Sie nur so, wie die meisten Menschen in diesem Lande Sie kennen. Als eine der ersten Frauen, die politische Verantwortung übernahmen, in der Gemeinde, im Parlament, später auch in der Regierung. Sie waren unsere erste Bundesrätin und Sie sind somit, zumindest für unser Land, eine historische Persönlichkeit. Gewollt haben Sie Regierungsgewalt übernommen. Ungewollt mussten Sie sie gut 4 Jahre später wieder abgeben. Waren Sie an Ihrem eigenen Anspruch gescheitert, gleichzeitig sowohl schützende Ehefrau nach altem Muster als auch moderne, unabhängige Politikerin zu sein? Sie haben begeistert und letztlich enttäuscht. Ihre Kollegen, die Bürger dieses Landes, vor allem die Frauen. Ich möchte Sie einladen zu einer gemeinsamen Reise in Ihrem Auto. Eine Reise, die uns zu verschiedenen Stationen Ihres Lebens führt und die somit zu vielen Gesprächen Anlass geben kann. Will ich nochmals alles durchleben, die Verletzung, die Verzweiflung, die Einsamkeit, die Enttäuschung, die Ohnmacht, der Verlust der Aufgabe, in welcher ich noch so vieles bewegen wollte? Und ohne eine Antwort auf die Frage zu kennen, warum ein sonst eher bedächtiges politisches System und ein ganzes Volk in eine derartige Hysterie verfallen konnten? Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen aus naheliegenden Gründen nicht versprechen, im Bundesrat meinen Mann zu stellen. Was ich Ihnen jedoch zusagen kann, ist, dass ich alles tun werde, um das, was als Frau und als Mensch in mir steckt, aufzubieten. Die Frau ist mir lieb und recht im Haushalt, aber so sehe ich, für das öffentliche Stimmrecht bin ich grundsätzlich dagegen. Sind Sie da mit Ihrem Mann einverstanden? Jawohl. Ich bin also überzeugt, eine Frau muss gehört in die Küche und in den Haushalt. Hätten Sie gerne das Frauenstimmrecht gehabt? Ja, ich hätte es schon genommen, warum nicht? Unsere Schweizer Männer, die typischen, die wollen uns einfach nicht aufkommen. Haben Sie Angst vor euch? Ja. Ich möchte nun sicher nicht
Forderung aufstellen, dass die Frauen entsprechend ihrer Zahl in allen Gremien vertreten sein sollten. Wie viel mehr der Ansicht, dass wir vermehrt qualifizierte Persönlichkeiten in unseren politischen Organen haben. Und ich bin überzeugt davon, dass gerade bei den Frauen noch ein grosses, unausgeschöpftes Potenzial vorhanden ist. Majorité absolue 123. Absolutes Mehr 123. Est élu Monsieur Otto Stich par 124 voix. Herr Stich ist gewählt mit 124 Stimmen. Jetzt wird jeden Moment das Telefon mit der Schelle. Werden Sie die Wahl annehmen? Ich habe es im Sinn, so anzunehmen. Ja. Frau Ochtenhagen, Schweizer Fernsehen, darf ich eine Frage stellen? Nachher vielleicht? Es ist ganz klar, dass die linke Seite zu Recht enttäuscht worden ist, dass Lilian Ochtenhagen nicht gewählt worden ist. Sie hätte gerne die erste Frau gehabt. Jetzt bin ich als bürgerliche Frau die erste gewesen und nicht nur die erste, sondern habe sehr grosse Popularität gehabt, über Parteigrenzen hinweg, aber auch im Parlament über Parteigrenzen hinweg habe ich sehr viel Respekt gehabt. Ich freue mich wahnsinnig. Ich finde es sehr wichtig, dass wir jetzt endlich eine erste weibliche Bundesrätin haben. Ja, ich war natürlich nicht eine Politikerin, die nur Frauenrecht vertreten hat, sondern ich habe mich eingesetzt für sämtliche politischen Aufgaben, die entweder in meinem Ressort oder im Bundesrat waren, selbstverständlich. Ich muss einfach sagen, dass ich immer ein Auge drauf geworfen habe, auf die Konsequenzen, die eine Vorlage hat, allenfalls auch für die Frauen. Bern ist für mich ein Stück Heimat. Ich bin dann auch in Bern aufgewachsen. Ich bin zu Bern in die Schule gegangen. Ich habe zu Bern Schlittschuh gefahren. In der Nähe von Bern gewohnt. Jetzt fahren wir auf das Haus zu. Das ist das Haus da. In diesem Haus bin ich aufgewachsen. Das ist mein eigentliches Elternhaus, ja, wo ich meine ganze Jugend, Kinder- und Jugendzeit drin verbracht habe. Wir sind fast immer auf Wengen in die Sportferien gegangen. Und zu Wengen habe ich auch angefangen, Schlittschuh zu fahren. Von dort weg hat man mich in meiner Freizeit.